Zieh hoch! Zieh den Bauch rein! Geht nichts hoch! Muss den Bauch einziehen. Ja, so. Genau nicht. Ja, das ist gutes Gewicht auf der Bremse. Moinsen, was geht? Da sind wir schon wieder, Freunde der gepflegten Motorradsportunterhaltung. Ein neuer Vlog vom Paddock-Geflüster hier aus dem, ich wollte gerade sagen, schönen Most. Normalerweise schon, das Wetter ist noch ein bisschen kritisch. Wir sind gespannt. Richtig geiler Track Day, muss man sagen. Racecamp Events hat uns eingeladen hier. 2 Tage Superbike-WM haben wir geguckt, Samstag, Sonntag. Und jetzt am Montag, Dienstag geht dann der Pirelli Track Day für uns los. Wir haben uns ein bisschen angeschaut am Wochenende, wie man hier so in die Runde fährt. Die Jungs sind auch am Start wieder, die Ducati, Stefan mit seiner MV, Timmy ist dabei und mein lieber Nils mit seiner geilen F3 800. Ich hoffe, dass wir die nochmal heute, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, Probe fahren können. Und ich werde berichten, Helmkamera ist leider verboten, vielleicht mogel ich mich mal durch, versuche ich mal, aber sonst machen wir eine starre Kamera dran. Wie auch immer, kriegen wir hin. Seid gespannt auf ein paar tolle Bilder. Ich werde gleich noch mal die Alexandra fragen, was sie zu dem Event hier zu sagen hat, weil es ist schon was Geiles mit freien Tickets für Superbike-WM, mit Pitwalk und so weiter. Vergünstigte Pirelli-Preise etc. Also seid gespannt. Moss, super schön. Ich war auch Ewigkeiten nicht mehr hier. Mit der Kamera waren wir noch gar nicht hier. Ich glaube damals im Cup, ich glaube 41 gefahren oder so, ist auch allerdings schon 5 Jahre her. Daher erwartet nicht zu viel. Unter 40 wird es wahrscheinlich nicht geben und Topraks, Topzeit unter 30. Ich denke, das können wir vielleicht auf nächstes Mal schieben. Also Leute, seid gespannt. Ich freue mich auch drauf. Drückt die Daumen fürs Wetter und drückt die Daumen am Video vor allem. Peace. Dazu gibt es noch einen ganz besonderen Instruktor hier. Ihr seht es da vorne. Philipp Oettel, saugeil. Am Wochenende haben wir ihn hier gesehen bei der Superbike-WM. Und jetzt macht er hier Instruktor. Ich hoffe, vielleicht kann ich auch noch einen Turn mit ihm buchen. Aber der ist auch ruckzuck voll, der Bengel. Ja, komm. Ach da. Nils!
Ich wollte dir eine Tiefkühlpizza mitbringen eigentlich. Zeigst du ihm, wie es geht? Oder wer hat hier wen gebucht als Instruktor? Schon ich ihn. Ich hab die Kleider ausbremst, gell? Aber richtig. Komm, Ende. Richtig. Das müssen wir jetzt rausschneiden, Stefan, natürlich. Ja, erster Turner durfte ich. Ich wusste noch nicht, ob es rechts oder links rumgeht. Ja, ja, ich habe erst mal Schaltschema noch lernen müssen. Ja, ja, du kleiner Sticker. Ja. Du hast gestern gesagt, du bringst mir's bei. Ja, Geduld, Geduld. Ne? Wir warten wieder, bis es ein bisschen tröpfelt. Okay. Dann die Lieblingskondition. Dann hänge die Nummer um mehr Sekunden. Ja, ist so. Der Onkel, ja, du hast mehr Leistung, ne? Daran liegt's. Ja, ich kann auf Street-Modus umschalten. Auf Rain, besser. Normal machen. Guck mal, Thema. Onkel Oettel ist hier als Instruktor sogar am Start, ja. Genau. Ich konnte ihm leider nicht zeigen, wie es geht. Das macht er dann hier für alle anderen. Genau. Bist du ein bisschen happy vom Wochenende? Ja, nicht, oder? Du hast ein bisschen schlecht gelaunt, ne? Na, ja, scheiße. Genau. Normal bin ich selten schlecht gelaunt, aber ja. Diesmal schon ein bisschen mehr. Auch im zweiten Hauptrennen? Trotzdem, das ist einfach nicht das Ziel. Mai vom letzten Startplatz noch in die Punkte. Deswegen. An Lowe's noch geschlagen. Ja, waren schon der eine oder andere Werksfahrer dabei, ja. Aber ich wollte halt schon eigentlich ein bisschen weiter nach vorne. Vor allem nach FP3, wo wir beste Ducati-Fahrer waren. Ich wollte gerade sagen, der Grundspeed war ja da eigentlich. Grundspeed war da. Das herrliche Superpole. Ja, und so weiter. Superpole war einfach schade, weil ich habe zweimal Lenker schlagen gekriegt und dann hat es mir die Beläge auseinandergedrückt und dann habe ich halt zweimal ins Leere gekriegt. Das war schon in der Outlap, glaube ich, ne? Ja, wir haben es hier unten gesehen. Das war total schade, weil das passiert eher selten, aber halt mit dem Superpole-Reifen, Ja. Der wo halt SC0 das Wochenende war. Der hat einfach mehr Bewegung ins Motorrad reingebracht und dadurch ist das halt, es war ein wenig unglücklich das Wochenende, aber das Speed ist irgendwo da, aber das bringt halt auch nichts, wenn die Ergebnisse nicht passen. Ja, kommt demnächst. Was hast du gesagt? Magnikur, ne? Magnikur, ja. Ja, nee, gut. Genau. Kannst du schon ein bisschen teasern, was nächstes Jahr geht? Nein. Also ich weiß nicht, ich habe absolut keine Ahnung. Na wirklich, also okay. Ich weiß nicht und wir schauen. Das, was es ergibt, ergibt sie. Aber du fährst nicht German Motor Masters oder IBPM wahrscheinlich. Ja, weniger sind wahrscheinlich. Schon auf WM-Niveau. Ne? Schauen wir mal. Ne? Leute, danke Junge. Servus. Guck mal, wenn ich gefunden habe, ich habe hier die Alexandra. Die, korrigiere mich, Chefin von Racecamp. Korrekt. Hi. Ich habe es eben schon mal ein bisschen versucht zu erklären, was diese Veranstaltung vor allem heute bedeutet hier. Was so die Goodies sind mit vor allem der Superbike-WM vorab für die Karten. Oder kannst du noch was da, noch deinen Senf ein bisschen dazugeben? Also die Besonderheit ist halt, dass ich die einzige Veranstalterin bin, die Pirelli Track Days veranstalten darf, also Pirelli Deutschland. Auf 5 Jahre, immer in Mors, jedes Jahr. Und das Goodie ist quasi, du bekommst ein Wochenendticket mit Parkticket, mit Paddock-Zugang, inklusive 1, 2 oder 3 Track Days. Mit Pitlane? Mit Pitlane, ja. Und das natürlich zum Umschlag auf Preis. Das stimmt. Deswegen sind wir nämlich auch hier. War geil bisher. Jetzt fahren wir hier 2. Ihr fahrt sogar 3 Tage insgesamt. Ne? Genau. Wir haben 2 Tage gebucht. Sonst, ihr habt glaube ich noch einen Honda-Deal. Kann das sein? Genau. Man kann bei euch umsonst die Honda, die neuen CBR 1000 fahren. Genau. Also im 3. Jahr ist Honda Deutschland jetzt unser Sponsor. Und bei uns kann man die Honda Fireblade Probe fahren. Ist die SP 20 Minuten kostenlos für jeden Teil. Nice, kann man machen. Und dazu sogar noch den ein oder anderen richtig berühmten Instruktor. Ne? Wir haben ihn eben schon vor der Kamera kurz gehabt, den Flipper. Ja. Wie kommt es dazu? Das läuft über Pirelli. Ah, ja. Ist natürlich immer schön, Profi mit an der Strecke zu haben. Von daher hat Philipp schon letztes Jahr mit dabei. Und da hat er sofort ja gesagt, dass er auch dieses Jahr wieder treffen. Der Bengel weiß auf jeden Fall auch, wo es lang geht. Auf jeden Fall. Aber das hier sind natürlich nicht eure einzigen Events, die Mors Pirelli Days. Ihr habt noch mehr, ne? Wir haben noch mehr. Wir sind unter anderem in Vega, am Slowakia-Ring. Dieses Mal das erste Mal in Portimao, Alcaraz, Almeria kommt im November. Also da kommt auf jeden Fall noch so einiges. Ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich mindestens auf Instagram, korrigier mich, habt ihr, ne? Instagram haben wir auch. Hier eingeblendet an der Stelle verfolgen. Also wer Bock auf sowas hat, vor allen Dingen auf diesen Track Day in Most, der soll sich beeilen bei der Anmeldung. Soll sich beeilen. Also im Sommer kommt dann die Warteliste und in diesem Jahr war es nach 22 Minuten ausgebucht. Also schnell sein. Also vielen Dank. Wir haben hier noch eine schöne Zeit, hoffe ich. Heute war schon mal geil. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Peace.
mal schnell noch an. Was sollen die Sponsoren denken? Ja. Wir gehen mal ein bisschen ins Leise. Ich habe nämlich noch einen entdeckt. Ihr wisst, wenn wir ein paar aktive Leute aus den Meisterschaften sehen, treffen, dann kommen die auch mal kurz vor die Kamera. Servus. Ist geil, was geht? Ja, nicht viel. Ein bisschen fahren, Spaß haben. Was machst du hier in Most außerhalb deiner Meisterschaft? Trainieren, würde ich sagen. Oder einfach ein bisschen auf dem Moped. Einfach in die Runde fahren. Ja, ihr wart ja auch hier ein bisschen Superbike-WM gucken. Hast du was lernen können in der Theorie? Ja, man hat zumindest mal gesehen, wie das wirklich funktioniert, ne? Bei den schon Jungs, krank, die das wirklich können. Ja. Aber wenn so ein Toprak da bremst, das ist schon in live fast beeindruckender als im Fernsehen. Ja, abgefahren, ne? Ja, also, du fährst ja Pro Superstock dieses Jahr. Richtig. Und wie läuft's bisher? Ja, mein erstes Jahr auf der Tausender. Mhm. Muss natürlich noch viel lernen. Gerade das Umlegen unter Vollast, dritter, vierter Gang, das fällt mir noch sehr schwer. Ja. Da habe ich definitiv noch Defizite. Das ist ja eigentlich dann hier gut zum Trainieren, ne? Dieses deswegen bin ich nochmal hierher gefahren. Ja. Weil hier gerade Matador-Bogen davor, den Berg hoch. Ja. Da kannst du auch schön trainieren. Morgen kannst du nochmal Regen fahren trainieren, ne? Ja, gucken wir mal. Und jawohl, aber sonst, Schleiz steht an als nächstes, glaube ich, bei euch? Nee, war schon. Ach, fach. Assen. Gut, dass wir Sachen rausschneiden können, Stefan. Assen steht an als nächstes bei euch. Genau. Magst du die Strecke? Schöne Strecke, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Habe ich aber noch nicht so viel Fahrzeit mit, war ich erst zweimal, aber komm, sollte eigentlich funktionieren. Komm mal einen raus, sag mal ein Ziel, wo geht's hin? Ja, Top 15 auf jeden Fall muss. Also Punkte sammeln. Punkte schon. Ist immer das Ziel. Mhm. Und gucken wir mal, was in Assen noch geht. Wir drücken die Daumen, weil geile Meisterschaft. Also wir auf jeden Fall weiter. Viel Glück, viel Erfolg, bleib sitzen. Danke dir. Das soll eine Faust sein hier, das halbe Ding. Tschüssi, Leute. Der Lars geht fremd, arbeitet hier als Instruktor mal mit einer Honda, mit einer Tausender. Ich denke, damit kann er auch umgehen. Frisch verheiratet, der Bengel. Also herzlichen Glückwunsch mal hier vom hinteren Bildschirm. So Leute, das war Tag 1. Leider kommt jetzt erst die Sonne raus. Wir hatten eigentlich keinen Turn heute, der wirklich frei durchging. Einige Unfälle, dadurch Abbrüche, auch trotz Gruppenwechseln und durchgehend eigentlich immer Tropfen auf dem Visier. Dementsprechend ist das meine Ausrede für die schlechten Rundenzeiten. Ich weiß gar nicht, was jetzt war am Ende, sowas wie 1,45 niedrig. Mal schauen. Trotzdem noch, sagen wir mal, 2-3 Sekunden hinter dem, was eigentlich geht. Und jawohl, trotzdem hat es Spaß gemacht. Morgen sieht es ganz bitter aus mit dem Wetter. Mal gucken. Wenn es regnet, fahre ich nicht. Auf jeden Fall kein Bock, noch was kaputt zu machen auf dem letzten Event. Habe auch gar keine Regenreifen mit. Obwohl es hier beim Pirelli Track, der natürlich reichlich gibt. Jawohl, also. Da mache ich aber morgen noch mal ein Outro. Ich hoffe, die Onboards haben euch gefallen. Leider keine Helmkamera möglich. Deswegen feste Kamera MV fahren. Mache ich auch nur morgen, wenn es trocken ist. Sonst will ich das Ding auch nicht hier da in die Airfences hauen oder in Matador-Boden. Bogen, das wäre blöd. Da wären die jetzt auch nicht mehr happy. Also, wir werden es morgen sehen. Vielen Dank, Leute. Und macht es gut. Nee, ich lasse die ganze Zeit heimlich laufen und warte, dass irgendwas dabei rauskommt, was wir gebrauchen können. Das Gute ist, die ganze Scheiße, die ich fabriziere, darf Stefan immer ausbaden, der Arme. Ich kann das ja nicht, das ganze Schnippeln und so. Aber es macht so authentischer. Der meckert mit mir immer. Ton verkacken, alles verkacken. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt ist es tatsächlich gestorben. Most, miese Zeiten hier. Ihr seht es vielleicht. Mieses Wetter. Ja, wir sind Regenmumus, deswegen packen wir ein. Letzte Veranstaltung für dieses Jahr, da will ich nichts mehr kaputt machen. War trotzdem geil mit der Superbike-WM davor. Gestern das Fahren hat auch richtig Laune gemacht. Kleine Gruppen, muss man sagen, macht immer, finde ich immer gut, wenn die nicht so pickepacke voll sind. Also in dem Sinne, für uns war es das für dieses Jahr. Keine Ahnung, was noch für Videos kommen, wann dieses Video kommt, wie auch immer. Ich danke euch jetzt trotzdem nochmal für das Abo, was ihr jetzt drückt, für den Like, für das Share, was auch immer. Also alles, alles Liebe, Dankeschön, Peace.